Schauriger Herbst. Zombies und Creeper freuen sich. Wieder einmal winkt ein gruseliges Ereignis. Bring zwischen dem 26. und 9. November deinen Mut auf und ernte die gespenstischen Belohnungen, die dich bei Prüfungen im Turm erwarten. Lesen kann ich scheinbar auch nicht mehr. Damit, kehr Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Dungeons Halloween Event. I don't know. Spooky Fall heißt es im Englischen. Ich habe keine Ahnung, wie es im Deutschen heißt. Deswegen Spooky Fall halt. Wir werden uns durch ein paar Level schlagen. Wenn mein Mikrofon hier mal hält, das fände ich sehr schön. Und werden dann am Schluss dieser Level krasse Rüstung freischalten. Ich sag schon mal so, ich habe schon mal 7 Minuten aufgenommen. Das Gelb. Warum sind Tagesprüfungen gelb auf einmal? Uriel. So, wir suchen erstmal. Sind ja immer woanders, so viel ich weiß. Die saisonalen Herausforderungen. Sind die... oder? Safe nicht. Nein. Oder? Die waren gerade eben aber noch nicht da. Jetzt das auch... Reden wir nicht drüber. Ich habe, weil ich das gerade eben schon gestartet habe, weiß ich, dass das selbst hier extrem schwer war. Und ich glaube, ich nicht mal vom Start weggekommen bin, ohne dreimal zu sterben. Deswegen wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer ansetzen. Wenn ich die Aufnahme noch habe, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe sie gelöscht. Dann blende ich euch hier mal ganz kurz ein, wie das aussah auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Und wenn ich, wenn es das nicht gibt, dann blende ich halt hier an der Stelle gar nichts ein. Okay, steppen wir los. Sehe, da oben war eine Kiste gerade, die angezeigt wurde auf der Map. Ganz cool. So, Nachtmodus und 33% aller Guys wurden ersetzt durch Piglins. Das sehe ich. Wir müssen gar nicht nach da oben lang. Ich würde sagen, wir gehen einfach straight forward. Ja, so viel zu straight forward. Was ist denn auch hier los? Hä? Also, nee. Leute, dazu nicht nochmal ein Stück einfacher. Was ist denn das? Guess who's back an der Stelle, wo wir gerade eben gestorben sind. Nur diesmal ist es ein anderer Weg. Ich bin jetzt tatsächlich auf 113-fache Stufe gegangen. Skelette sind jetzt schon easy weg. Die hier auch. Aber ich habe halt Angst vor den Verzauberten. Ich will es gar nicht so... Oh mein Gott, geh weg. Bis jetzt sieht es noch gut aus. Das muss aber nichts heißen, Guys. Ja? Bitte vergessen, ich muss das Ganze ja noch für meinen Account machen. Und das halt auf dem Maximal... Oh mein Gott, Schwierigkeitsgrad. Habe ich irgendwie nicht so Bock drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Egal. Ja auch. Okay. Ah, wir können auch 4-mal rollen, Mann. Warum nutze ich das nicht? Zack, zack. Zack, zack, zack. Geh weg. So. Muss ich lang nach da unten? Okay. Das Level Wüstentempel kenne ich schon. Zwar nicht gut, das habe ich nicht so häufig gespielt. Aber im Let's Play findet ihr das ganz sicher. Vor allem in dem chronologischen. Bitte guckt bei dem chronologischen nicht von Anfang an. Irgendwie, damals habe ich irgendwie noch nie geredet während des Videos. Also ich war einfach... Also jetzt besiegen wir den Zombie. Ah, hier brauchen wir einen Schlüssel. Also irgendwie so, ich habe irgendwie nichts kommentiert. Also ich habe es kommentiert, aber halt nur ewig langsam und... Ja, keine Ahnung, eher unangenehm, muss ich sagen. Und mein Mikrofon, ich klang, als wäre ich irgendwo in der Höhle. Man hat mich so leicht doppelt gehört. So als hätte da, als wäre Hall drauf, aber war es nicht, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Da ist der Key. Jetzt hört doch auf, Mann. Hallo. Ist doch gut jetzt. So. Ja, ich glaube, das Schlimme ist tatsächlich... Von was wurden wir jetzt getroffen? Hier ist kein Mensch.
So, hier noch ein bisschen zack, zack. Down. Down. Will die Kiste öffnen. Also Leute, wirklich, holt euch lieber eine Version für einen Laptop. Spielt das in schlechterer Grafik als auf der Switch und so. Nein, hör doch auf. So. Nee, 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 nee. Du kannst hier gar nichts, so. Renn mal hier schnell weiter. Ich würde ganz gern weiterlaufen. Ich hab den 10-mal oder so ge... Ach, das ist... Hier sind jetzt wieder stärkere. Aber scheinen ganz gut machbar zu sein. Ja, ja, okay. Ich will ja hier auch nicht groß Stress haben oder so. Ich will hier... Bisschen Herausforderung, aber es muss gut machbar sein, es muss einfach machbar sein, damit ich im Video nicht die ganze Zeit failen, neu starten muss oder sonst irgendwas. Wenn ich das selber spiele, dann ist er ein bisschen anders, da ist dann die Hölle. Da wird dann immer über einem Level, also über dem Level, das man selber ist, wird da immer gespielt. Das ist wichtig für den Loot. Hier ist der Loot mir eigentlich relativ egal, weil ich habe davon nichts. Ist aber sehr entspannt. Ich habe auch gerade in den Drang, nicht wirklich viel zu sagen. Muss ich ihn lang? Verlasse den Tempel. Ja. Das ist nicht euer Ernst, dass das jetzt war. Noch 10 Minuten haben wir das Ende des Levels erreicht. Ich schäme mich. Ich schäme mich in jederlei Hinsicht. Ich schäme mich auch für meinen Stuhl. Der die ganze Zeit von alleine runterfährt. Hier, das ist die Marke MC Racing, ja. Kauft euch davon niemals einen Stuhl. Es ist so billig. Es ist, also, nee. Nee. Wirklich, die sind Müll, die Stühle. Reden wir nicht drüber. Gucken wir lieber, was wir denn für ein wunderbares Item bekommen. Und zwar... Und zwar... Und zwar haben wir es jetzt dann auch mal. Den klebrigen Bogen. Ja, tatsächlich unter unserem Level ist. Brauche ich das noch? Eine gute Frage. Nö. Cool. Also. Fange deine Feinde in einer seltsamen sirupartigen Blase ein und zeige ihnen, wer der Boss ist. Macht Blubberschaden. Ich würde es mal mitnehmen jetzt ins nächste Level. Gleich mal austesten. Wie das Ganze denn funktioniert. Das nächste Level, ganz skurril, ist dann das hier. Season-Prüfung Number 2. Bekommen wir eine Rüstung? Das ist das Kellergeschoss. Ich gehe mal... Ja, ich gehe mal höher als vorher. Damit es nicht ganz so schwer ist. Diesmal sind wir 117er Level und vorher waren wir 113. Also es wird auf jeden Fall herausfordernder. Scheinbar wird es aber hierzu keine zwei Videos geben. Das ist traurig. Cool, I guess, aber... Ja, nee. Ich hab nicht mal meinen Stick berührt. Wir haben doch zwei Begleiter. Ja, wunderbar, zwei Wölfe. Hier mit und steppen. So, ritten wir erstmal hier vor. Anscheinend vieles wurde ersetzt durch die Königswache. Das sind die mit den Schilden, die wir alle so lieben. Die auch ganz entspannt zu bekämpfen sind. Ja, ist okay. Habe ich kein Problem mit. Wie man richtig merkt, ja, jetzt ist das Spiel schwerer. Ein bisschen rein da. Oh mein Gott, hier ist so viel los. Weg, 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 weg. Spawn doch. Feier nicht so, dass die Geschossabwehr haben.
Ey, wie viele Leben der hat. Ist doch gut jetzt. Oh mein Gott. Wird scheinbar doch nicht so einfach wie ursprünglich gedacht. Ich drück mich mal so aus. Da hinten noch. Wunderbar, das sollten hier alle gewesen sein. Ich ignoriere diesen Feuergeist einfach mal, weil, ja, der wird uns wahrscheinlich nicht die ganze Zeit hinterherlaufen. Ey, oh mein Gott. Das kann doch nicht sein, dass das so schwer ist. Ich bin so krass unter meinem Level. Und wie einer von euch schreibt, ich bin schlecht. Okay. Ja. Wenn ich dann auch mal zum Schlag komme, ist dann entspannt. Naja. Nur kein Stress, nur kein Stress. Dann halt tot. Weg mit dir. Nein. Niemand will mit dir reden. Geh weg. Ja, auch nicht. Und dieser Geist läuft uns immer noch hinterher. So, jetzt aber nicht mehr. Ja, wir sind zu weit gelaufen. Cool. Wir sind aber, wir gehen ganz entspannt an die Sache ran. Und schießen die komplett aus der Stage. Ich finde es echt nicht nice, dass 90% der Gegner immer noch so einen Hit brauchen, zu sterben. Also for real nicht. Hier gibt es aber Sachen, die nehme ich doch mal mit. Man weiß ja nie, was noch so zu dem Spiel alles dazukommt in den nächsten Monaten. Vielleicht auch Jahren. Das Spiel ist nicht sehr beliebt. Was ist mit diesem Game los, dass so etwas passiert? Ja, Minecraft.exe has stopped working. Hallo? Mann, was ist denn das? Krass, dass es jetzt geladen hat. Ich hab das Game nochmal neu gestartet und dann hat's funktioniert. Hier brauchen wir einen blauen Schlüssel für. Ja. Sehe ich mich nicht. Vor allen Dingen, ich hab das Game einfacher gemacht. Ja. Und wisst ihr, was einfacher geworden ist? Meine Nerven, die sind jetzt noch einfacher zu strapazieren. Mann, ist das nervig. Wo muss ich hin? Wo ist der Schlüssel? Mir wird das nicht angezeigt. Ich muss jetzt diesen Schlüssel hier suchen. Ja, macht bestimmt Spaß. Mann, es... Ihr könnt auch nicht gescheit angreifen. Weil die Switch so schnelle Taps nicht zulässt. Oder weil die einfach weggeschleudert... Oder einfach Gegner vor euch auftauchen. Oder weil es halt todeslaggt. No joke, dieses Spiel läuft so unfassbar schlecht auf der Switch. Jeder, der sich das ernsthaft gekauft hat, in dem Glauben, er würde ein gutes Spiel erwerben. Kein Beileid an der Stelle. Es tut mir leid, dass du dafür Geld ausgeben musstest. Ich habe dafür auch 30 Euro ausgegeben. Aber ich habe es gemacht, damit ich unterwegs grinden kann. Manche kaufen sich das ja nur, damit sie das Spiel halt besitzen, so. Dann holt es euch lieber für einen Laptop. Gibt's das fürs Handy? Ich habe keine Ahnung. Wenn es fürs Handy gibt, holt es euch fürs Handy. Bin mir sicher, 1000-mal leistungsstärker. Wieso werde ich manchmal schneller? Das sind auch Sachen, die verstehe ich noch nicht so ganz. Und ich muss jetzt einfach die ganze Zeit hier rumlaufen und unnötigerweise so einen Key finden. Aber hier hört sich's auch nicht nach Key an. Steppe ich doch mal zurück. Also halt, was heißt zurück? Mal weiter, aber halt in die andere Richtung. Um zu schauen, was es denn hier so Spannendes gibt. Kann es sein, dass ich mal wieder viel zu laut beim Reden bin? Das kann mir keiner sagen, dass ich zu laut bin. Warum ich da jetzt gerollt bin? Egal. Ich will mich nicht über das Spiel beschweren. Ich beschwere mich über die Switch-Version. Weil die halt echt schlecht ist.
Jetzt bin ich zum Beispiel wieder ein Stück schneller. Ja, cool, dass der eine nach 10 Schlägen immer noch sein Schild hat. Zack, da wird reingespammt ein bisschen. Komm, eine Heilung wird auch noch reingedrückt. Es sieht actually nicht so aus, als würde sich hier ein Schlüssel befinden. Aber das ist ja erstmal eine Vermutung. Ja, tut er aber auch nicht. Ja, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Wenn ihr auf der Karte guckt, dann wisst ihr, wo ich ungefähr bin. Ich habe mein Mikrofon nochmal neu platziert. Und hoffe, dass ich jetzt nicht mehr so komplett am Übersteuern bin. Und auch, dass ich diesen Raid überleben werde. Der eigentlich nur aus Giftspinnen besteht. Und Feuertypen. Nicht zu vergessen, die Feuertypen. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Es ist mir eigentlich auch egal. Aber ich mag sie nicht. Jetzt halt einfach zurücksteppen. Das sollte ja nicht schwer sein, weil wir hier alles geklärt haben. Bin irgendwo reingelaufen, wo ich nicht hätte reinlaufen sollen. Nein, geht weg. Bin hier ganz schnell weg. Oh mein Gott. Jetzt kommt hier sowas. Nein. Okay. Wo ist der Key? Gib mir doch den. Wo ist der? Ja, ich wusste nicht, dass Gegner den auch aufheben können. Okay. Ja, stupid, wenn einem Feuer die ganze Zeit das Weg versperrt. Das Weg. Ich bin schon wieder komplett durch, Guys. Sollte das Weg mal ein bisschen anders ergehen. Cool, dass hier so viele Gegner sind. Aber nicht cool, dass die so unnötig schwer sind. So, jetzt kann aber auch gerne mal das Ende kommen, ja? Keine Lust hier auf eine 10-Stunden-Folge. Nein! Warum sind die so extrem stark? Nein, hör auf! Heilung, Heilung, Heilung! Heilung ist drin, zack, komm! Weg da! Rollen! Woher zum Teufel kommen diese Aufbau... Was ist das? Das hier ist... Ich kann mich nicht bewegen. Game Design! Und alles wird über den einen Fritz hier verzaubert. Ja. Und der rippt mich jetzt aus dem Leben. Cool! Mann, was ist denn das auch? Hey, nein. Komm, Double Dog. Weg. Hab ich auch keinen Bock. Nee, ich will hier einfach nur durchrennen eigentlich. Mein Ziel war es nicht, gegen so Loser zu kämpfen. Und auch nicht gegen Feuer. Es wird halt auch wieder komplett übertrieben. Ja, ist okay, komm. Weiter geht's. Dreimal am Skelett vorbeischlagen. Eine Heilung und ein bisschen Bow-Spamming. Bow-Spamming gar nicht mal so schlecht. Und entspannt, hätte ich gesagt. Aua! Hör doch auf jetzt hier! Aua! Ja, mit deiner Keule jetzt auch nicht. Hau zurück. Ihr habt das Game verstanden, Guys. In welcher Welt? Sechseinhalb Stunden später steht dieser Geist tot. Find auch die Stereo-Ausgabe in der Switch-Version ist viel angenehmer. Also, das ist so traurig. Mein linkes Ohr ist jetzt taub. Mit dem rechten höre ich alles 10-mal lauter jetzt. Hier sieht's nach Finishline aus. Doch, verlasse die vergessenen Hallen.
Das ist eine gute Idee, Spiel. Du gibst mir dafür ganz lecker, schmeckotastisch meine wunderbar lieben, meine liebe Rüstung, nicht wahr? Ist noch, guck nicht, was da hinten ist. Ich hab's geschafft. Und jetzt freue ich mich. So, wir bekommen eine neue Rüstung. Ich will natürlich wissen, was das ist. Sollte es nicht auch eigentlich ein Schwert geben oder so? Maybe. Also wäre schon cool, wenn es das... Also, ihr wisst, was ich meine. Aua, war das Mikrofon? Es wäre zumindest mal ansatzweise klug, eine dritte saisonale Herausforderung einzubauen. Komm, zeig mir meine Rüstung. Hungrigster Horror. Ja, ich lese das gleich durch. Und zwar jetzt. Abgeschützt, wer? Diese Rüstung birgt große Macht, aber mit dieser Kraft ist dein Hunger verbunden. Was heißt denn Hunger? Schadensverstärkung? Hey, die Waffe ist doch mega strong. Was habt ihr denn? Weird. Das waren jetzt alle. Es gibt kein Schwert dieses Mal. Mach das so, dann werden die alle oben. Nein. Hier sowieso nicht, glaube ich. Hier auch nicht. Dann wahrscheinlich hier auch nicht. Nein, das war actually alles. Okay. Dann haben wir jetzt in einer Folge das komplette... Das komplette, es gibt immer noch diese Zusatzsachen, die wir nicht machen. Aber nun gut. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut irgendwann mal wieder rein, wenn ich dieses Spiel spielen sollte. Oder schaut bei Mario & Rabbids rein, wenn ihr daran interessiert seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute. Ohlolo.